Zini macht Auge. 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 Zini macht Auge. Herzlich willkommen bei Zini macht Auge. Heute schaue ich mir das neue Projekt bzw. die Projektankündigung von Fritz Meinecke an. Er hat das geleakt, er hat es offiziell jetzt bekannt gegeben. Es wird eine dritte Staffel von Seven vs. Wild geben. Ich bin darüber, über diese Information sehr glücklich. Ich habe die ersten beiden Staffeln mir angeguckt. Ich fand die erste etwas stärker als die zweite. Das liegt aber meiner Meinung nach hauptsächlich an der Location und an den Möglichkeiten. Also deswegen würde ich da direkt mal, obwohl ich die erste Staffel besser fand als die zweite, direkt den Machern der zweiten Staffel hier keinen Vorwurf machen. Das weiß man im Vorfeld einfach nicht, wie das dann im Endeffekt aussehen wird. Letztlich habe ich auch die zweite Staffel gerne geguckt. Und jetzt soll es eine dritte Staffel geben. Ich bin sehr gespannt, wie die ausschauen wird. Ich kündige direkt zu Beginn schon mal an, ich hätte tierisch Bock, da mitzumachen. Ich hatte mich auch schon bei Arctic Warrior von Otto beworben. Bin leider nicht mitgenommen worden, aber ich glaube, es schadet nicht, dass öfter mal in die Kamera zu sagen, dass ich richtig Bock hätte. Ich weiß zwar noch gar nicht, was auf mich zukommen würde, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Vielleicht revidiere ich meine Aussage gleich auch nochmal, aber wir schauen mal rein. Freunde, es ist offiziell, ihr habt schon im Titel und im Thumbnail wahrscheinlich gesehen, die dritte Staffel wird stattfinden. Dieses Jahr. Hier mit läuten wir also die Vorbereitungsphase ein. Ihr kennt es auch schon aus dem letzten Jahr. Aber eins kann ich euch schon mal vorab versprechen. Dieses Jahr wird alles anders. Das ist im Übrigen auch, finde ich, immer eine coole Sache, dass bis jetzt die Staffeln sich nicht zu krass geähnelt haben. Also, dass sie sich auch weiterentwickeln wollen. Weil man könnte ja sonst auch sagen, das Konzept ist gut. Machen wir ein Franchise draus. Könnt ihr jetzt alle lizenzieren und sie überlegen sich, was kann man verbessern oder verändern, ja, einfach auch schon verändern, finde ich gut. Das hat natürlich auch immer das Risiko, dass eine Änderung vielleicht nicht richtig cool wird, dass sie auch schlechter ist als davor. Dann können alle wieder wütend in die Kommentare schreiben, warum immer alles ändern. Aber manchmal weiß man es ja nicht. Manchmal muss man es halt mal ausprobieren. So, ich bin gespannt. Hype-Bock-Angriff. Ist nicht Zufall, dass das ein Achteck ist. Ist die Farbe anders? Das ist jetzt so weiß. Aber eine Sache vorab, ganz wichtig. Es gibt nun einen offiziellen Seven vs. Wild YouTube-Kanal. Auf diesem Kanal werden ab heute auch die Uncut-Folgen von Staffel 2 aus Panama kommen, die ihr euch so sehr gewünscht habt. Und der Anfang macht keinen geringer als Jens Knossi Knossalla. Uncut-Folge heißt dann, ich kann mir komplett am Stück angucken, nur Knossi. Ich sag euch, wie es ist. Kann ich nicht. Das heißt, an der Stelle. Das ist ein anderes Level. Jetzt das Video pausieren, in die Videobeschreibung oder in den angepinnten Kommentar schauen. Dort gibt es den Link zum neuen offiziellen Seven vs. Wild Kanal. Da bin ich mal ganz kurz gespannt. Also ich habe den Kanal sowieso schon abonniert, weil ich natürlich die Ankündigung direkt schon mitbekommen habe. Aber jetzt bin ich mal ganz kurz gespannt. Dieser neue Kanal, den sie neu aus dem Boden gestampft haben, der hat jetzt schon 330.000 Abonnenten. Das ist mal geil. Also Hut ab, wenn man für einen neuen Kanal sofort, also die werden ja so schnell die Millionen Abonnenten voll machen. Ich meine, das sind natürlich dieselben, aber ich kenne das so ein bisschen. Von Sinans Woche habe ich auch gesagt, ich habe einen Reaction-Kanal, Sini macht Auge, und dann habe ich so geschafft, ich glaube so 6-7% der Abonnenten rüberzuziehen. Das ist schon immer ein gutes Zeichen, wenn du einen neuen Kanal aufmachst und du kriegst so viele Leute dafür begeistert. So, wie geht es weiter? Den abonnieren und nichts. Habe ich gemacht, Chef. Ich muss kurz Pause machen. Ja, der eine oder andere freut sich jetzt, der andere ist vielleicht verwundert, denn ihr erinnert euch sicherlich an diesen Clip, der doch ja recht viral gegangen ist. Genießt diese zweite Staffel, denn eine dritte wird es nicht geben. Hat er da gelogen? Ja, hat er wohl.
war bestimmt nur, um die Leute jetzt einzuheizen. So ist die letzte Staffel, ihr müsst gucken, künstliche Verknappung. Nee, ich vermute mal, dass er das zu dem Zeitpunkt auch gedacht hat. Ich habe mal ein bisschen so mitbekommen, was alles für ein Stress hinter den Kulissen passiert ist, was auch, ja, was die Umsetzung solch eines Projektes eigentlich bedeutet. Und ich kann das total verstehen, dass man sich dann zu solchen Aussagen hinreißen lässt. Mal gucken, was er jetzt selber dazu sagt. Damit ihr das Ganze mal versteht, warum diese Aussage von mir damals im Stream kam, während der zweiten Staffel ist: Wir hatten extreme Probleme mit der Finanzierung. Ihr erinnert euch vielleicht. Mit der Finanzierung hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber interessant. Zweite Staffel in Panama. Wir mussten die komplette Insel mieten, inklusive Hacienda und ja, dem Personal, die da halt dort arbeiten, um dort unser Basislager aufzurichten. Für die Sanitäter, für die Orga-Crew und so weiter, für Rettungswege, dies, das. Wir hatten Boote vor Ort. Wir hatten 2 Helis, mit denen die Teilnehmer ausgesetzt wurden. Nochmal einen zusätzlichen Heli für die Kameraleute und einen 4. Helikopter, der die ganze Zeit abrufbereit 24/7 dort auf der Insel war. Dann gab es noch Probleme, behind the scenes, ihr habt es gesehen, wir mussten da noch 2 Privatflugzeuge organisieren, um die Teilnehmer überhaupt erstmal dahin zu bekommen, weil, ja, ich sag mal so, in Panama läuft das alles ein bisschen anders. Das habe ich mir eh schon mal gedacht, wenn man sich dieses Seven vs. Wild Format überlegt oder sich anschaut. Es ist ja ein Outdoor, sie nennen es auch Survival-Format und ich weiß, dass viele Kritiker sagen, es ist doch kein richtiges Survival, gehst du auf eine Insel und so wirklich passieren kann dir ja auch nichts, und ich finde den Kritikpunkt immer ein bisschen dämlich, weil ganz offensichtlich will man nicht einfach Menschen in absolute Todesbedrohung schicken. Ja, das wäre absurd. Also mit Kameras am besten dann noch filmen, wie irgendjemand stirbt. Das wäre ja völlig blödsinnig. Ich würde das nicht sehen wollen. Das heißt, und wenn ich das nicht sehen will, dann will das kein anderer sehen. Nee, das wäre einfach völlig unverantwortlich. Das heißt, du musst natürlich ganz viele Sicherheitsaspekte beachten, wie eben, dass die ihr Notfallkit da haben, dass die sofort jemanden rufen können, dass sie, wenn sie aber jemanden rufen, auch jemand schnell kommt, ja. Was ist denn, wenn man mit der Machete, ich habe ja gesehen, wie Knossi und Co. sich da die Kokosnüsse geöffnet haben. Was ist, wenn du dir da den halben Arm abpackst? Dann wäre nicht schlecht, wenn innerhalb von 10, 15, 20, 30 Minuten, wird schon knapp, jemand da auftaucht, ne? Also das heißt, das muss man bewerkstelligen, weil sonst ist es einfach nur ein krankes Format. Und das kann man nicht machen. Das fände ich ethisch, moralisch, obwohl ich selten mit Ethik und Moral argumentiere, aber ich fände das nicht gut. Also jemand kann das auch machen, ihr könnt Formate machen, so viel ihr lustig seid, aber ich würde es nicht gucken, wenn das so unverantwortlich wäre. Und diese Verantwortung oder diese Sicherheiten kosten aber unglaublich viel Geld, das ist klar. Und deswegen kann ich mir vorstellen, was das an Geld und Zeit und Mühe und Sorgen gekostet haben muss. Worauf will ich hinaus? Das Ganze hat extrem viel Geld gekostet. Das ist natürlich auch Geld, was wir gerne investiert haben, wo wir auch Bock drauf hatten. Aber natürlich ist super wichtig bei so einem Projekt, wo man irgendwie kreativ arbeiten will, dass das Ganze natürlich irgendwie auch nicht ins Minus geht, sondern ordentlich finanziert wird. Ihr habt ja viele Sachen gar nicht mitbekommen, die dann noch im Hintergrund wirklich im November und Dezember passiert sind, die sehr, sehr viel Kopfschmerzen bereitet haben. Partner sind irgendwie abgesprungen, irgendwelche Nachverhandlungen waren da. Es war einfach eine riesen Vollkatastrophe. Ihr habt es gesehen, dass auch in den Placements vor den Videos ich teilweise immer andere Klamotten anhatte, der Hintergrund anders war, die Wettersituation anders war, weil alles kurz vor knapp wir irgendwie noch organisiert bekommen haben, was aber für den Kopf und für so ein Projekt, wo man kreativ arbeiten will, eine absolute Vollkatastrophe war. Da habe ich mich mal gefragt, ob eigentlich der Kanal nicht schon so groß ist, dass man sowas mit Crowdfunding stemmen könnte. Was wäre denn, wenn Fritz sagt, ich brauche für die Umsetzung des Projekts 1 Million Euro. Ich keine Ahnung, ich kenne deren Budget nicht. Ich habe jetzt einfach mal ins Blaue hinein geraten, ja. Also dieses ganze Helikopter mieten, Leute bezahlen und so weiter. Also ist auch scheißegal, ist ja völlig Latte. Nimmt irgendeine Summe. Ihr braucht 500.000, ihr braucht 800.000, ihr braucht 1 Million, ist ja egal.
Und dann sagt er, wenn wir die zusammen haben, dann steht die Finanzierung und dann können wir es angehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Fritz mit der, also mit Seven vs. Wild, mit dem Format, dass das klappen könnte. Also wenn du 500.000 Abonnenten hast, dann brauchst du nur, dass jeder 2 Euro zahlt. Aber ich kenne das ja aus meinen eigenen 1-Euro-Challenges bei Sinans Woche. Da habe ich es immer geschafft. Also wenn ich gesagt habe, 1-Euro-Challenge, dann war das meiste, die mitgemacht haben, knapp 2.000 Leute. Bei 20.000, die das Video ungefähr geguckt haben. Das heißt, könnt ihr ausrechnen, wie viel Prozent eben dann davon mitmachen. Das heißt, diese Rechnung immer, wenn jeder 1 Euro oder 2 Euro zahlen würde, die ist immer ganz nett, die passiert aber nicht. Aber ich glaube, dass sehr viele da Seven vs. Wild Zuschauer es gäbe, die sagen würden, nee, ich würde da direkt einen Fuffi, ich würde einen 100er zahlen. Da bin ich mir sehr sicher. Das Problem bei so einem Ding ist dann, wenn du es einmal so startest mit so Crowdfunding-Geschichte oder so und dann irgendwie nicht genug zusammenkommt, dieses Risiko hast du halt immer, dann stehst du da. Aber war so ein Bauchgefühl von mir. Also ich könnte mir vorstellen, dass das bei so einem Projekt, was so eine, ja, das hat so eine leidenschaftliche Fanbase. Die Leute, ich kotze hier halt ins Mikrofon, die Leute sind so voll dabei, dass es denen, glaube ich, viel wert ist. Also man hat ja auch lang was davon. Ich glaube, das läuft, wie lange läuft so eine Staffel? 1 Monat? 2 Monate? Also 20, 30 Euro wär mir das persönlich zum Beispiel wert. Wir gucken mal weiter. Und genau deswegen habe ich damals auch diese Aussage im Stream getätigt, wo ich gesagt habe, ich bzw. sogar wir haben definitiv keinen Bock auf eine dritte Staffel, wenn wir so weiterarbeiten müssen. Aber Probleme sind ja da, um gelöst zu werden. Wie wir das genau gemacht haben, erkläre ich euch in meinem anderen Video. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Und Leute, ja, wir haben jetzt Großinvestoren und noch mehr Werbung. Leute, keine Panik, keine Sorgen, es ändert sich kaum was. Seven vs. Wild ist und bleibt natürlich für euch kostenlos. Die Ausstrahlung findet wie die letzten Jahre auch im November und Dezember statt. Der Rhythmus bleibt gleich, hat uns gut gefallen. Gerade Richtung Ende des Jahres ist das irgendwie nochmal cool. Wenn es draußen ein bisschen dunkler ist, hat man eine schöne Serie, auf die man sich freuen kann. Das stimmt. Den wirklichen Produktionszeitraum, könnt ihr euch natürlich vorstellen, halten wir aktuell noch geheim. Aber ja, werdet ihr sicher eh dann mitbekommen. Also, wie wird das Ganze jetzt ablaufen? Ihr befindet euch ja jetzt gerade auf dem Fritz Meinecke Live-Kanal und das wird auch das ja, offizielle Sprachrohr rund um die Serie bleiben, genauso wie das letztes Jahr. Wir haben verschiedene Themen, die wir besprechen. Ich spick kurz in die Liste. Die Location, die Besonderheiten der Staffel, ja, was verändert sich im Grundkonzept? Die neue Gegenstandsregel, bin ich auch schon sehr gespannt, was ihr davon haltet. Die Teilnehmerbekanntgabe im Meinecke Stil. Ihr könnt euch vorstellen, wie das wieder aussehen wird. Infos zur Wildcard. Und ja, es wird wieder eine Wildcard geben. Und natürlich bin ich mal sehr auf konstruktives Feedback von eurer Seite gespannt. Das heißt, immer fleißig, passend zum Video in die Kommentare reinschreiben, was gefällt euch, was nicht und so weiter. Ne? Weil wir machen ja hier ein Community-Projekt. Das heißt, wir machen auf diesem Kanal genau morgen weiter mit einem weiteren Video zur grundlegenden Regeländerung der dritten Staffel. Und ich kann euch schon mal so viel versprechen, es wird alles anders als in Staffel 1 und 2. Also jetzt auf jeden Fall schon mal den Live-Kanal hier abonnieren, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Und natürlich auch, wie schon dreimal gesagt, den Seven vs. Wild Hauptkanal, den wir neu gegründet haben. Haben wir alles gemacht, jetzt brauchen wir das nächste Video. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich hier die Reihenfolge richtig hinbekomme. Also es ist offiziell, jetzt kommt, es wird eine Team-Challenge. Dann gucken wir uns das doch noch an. Die Team-Challenge. Hey Leute, ich bin's Fritz und ihr habt wahrscheinlich schon im Titel gesehen, worum es heute geht. Vorweg aber noch eine wichtige Sache. Ja, es hat sich ein bisschen was geändert im Vergleich zu den letzten Jahren und zwar gibt es einen offiziellen... Das haben wir doch schon. Wir kennen den offiziellen Kanal mit den Uncut-Folgen. Alles cool. Zweier-Teams ausgesetzt. Hier. Teams-Edition. Teams-Edition. Das heißt, dieses Jahr werden die Kandidaten in 7 Zweier-Teams ausgesetzt. Das sind ja 14 Leute. Ich glaube, das ist eine Änderung, die sich viele gewünscht haben. Ich habe mir das auch gedacht, gerade nach Staffel 1 und 2
habe ich so für mich erkannt, dass das alleine Ding ist krass, also diese Isolation der Leute für 7 Tage, das ist krass. Die meisten berichten irgendwann davon, dass das einfach hart ist, wenn du den ganzen Tag 24 Stunden nur mit dir beschäftigt bist. Und das weiß ich jetzt aber. Was darunter so ein bisschen gelitten hat, meiner Meinung nach, war immer so die Möglichkeiten, was zu machen. Weil alleine ist man dann doch immer sehr limitiert, was halt Kraft, was Arbeitsteilung, ja, gibt's ja keine, anbelangt und so weiter. Deswegen finde ich diesen Schritt jetzt so vom ersten Impuls heraus, finde ich den sehr cool, muss ich gestehen. Und eine wichtige Sache, diese Teams sollen aus Freunden bestehen, aus Leuten, die sich kennen und die zusammen durch dick und dünn gehen, die an der ganzen Sache, ja, wachsen und sich gemeinsam den Herausforderungen stellen. Ach, scheiße, ich habe so Bock auf dieses Projekt. Schade, dass ich leider sehr wahrscheinlich nicht nominiert werde. Aber ich hätte eine Freundin im Kopf. Ich hätte einen sehr guten Kumpel von mir im Kopf. Das wäre grandios. Also Fritz, ich kann es nur sagen, er wird das Video hier wahrscheinlich nicht mitbekommen. Aber ich wäre am Start. Die sich gegenseitig pushen und auch aufeinander aufpassen. Denn ganz wichtig, schon mal eine Regel vorweg, sollte ein Kandidat ausscheiden, den Knopf drücken, nicht mehr können, am Ende sein, verletzt, wie auch immer, scheidet das komplette Team aus. Ja gut, also davon wäre ich jetzt auch ausgegangen. Wenn es eine Team Edition ist, dann gilt auch Leave no man behind. Keiner wird zurückgelassen. Das ist ja wohl völlig, steht ja wohl völlig außer Frage. Das bedeutet ganz klar, es gibt keine Einzelisolation mehr wie in Staffel 1 und 2. Ja. Das haben wir jetzt ja mehrfach gesehen, auch wie Charaktere unterschiedlich sich verhalten in solcher Extremsituation. Was passiert, wenn man jetzt 2 Leute gemeinsam in solch ein Abenteuer wirft? Der Einzige, den es irgendwie gar nicht gejuckt hat, hatte ich das Gefühl, das war Otto. Otto in der letzten Staffel, das war für mich ein Stück weit beeindruckend, wie unterschiedlich Leute oder Menschen solche Situationen wegstecken. Also die einen hat das richtig mitgenommen und Otto saß da irgendwie, ich hatte nie das Gefühl, ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie trainieren kann oder so. Ich glaube, der war ja auch bei der Bundeswehr, hat da wahrscheinlich schon das ein oder andere, weiß ich nicht, krassere Event mitgemacht. Event. Ich hatte mal gehört, dass es zum Beispiel echt hilfreich sein kann. Ich weiß nicht, sind das Affirmationen oder so, dass man sich selber die, oder stand das nicht sogar da, dass bei der zweiten Staffel so als Einblendung, ich glaube ja, dass das helfen kann, einfach die Situation sozusagen so ein bisschen schön zu reden, kann man das so nennen? Also, dass man einfach da sitzt und sagt, man sich darauf fokussiert, was ist gerade schön, was ist gut, was ist cool, was gefällt mir hier. Um das einfach zu bestärken und sich nicht so diesen gefährlichen Fokus aufs Negative zu haben. Weil wenn du dann da sitzt und sagst, ja, ich habe Hunger, hier sind Mücken, das ist scheiße, ich schlafe nicht gut und so. Wenn du das immer weiter sagst, ne, das arbeitet in dir und dann, ja, dann kann man sich vorstellen, das macht auf Dauer nicht glücklich. Das heißt, wie kommen die 2 Personen miteinander klar? Wachsen die über sich hinaus? Streiten die sich? Gibt es Konflikte? Eventuelle Arbeitsteilungen? Sind gemeinsam vielleicht ganz andere Projekte möglich, die dort umgesetzt werden können? Alles viele Fragezeichen und ich bin sehr gespannt, was dort passieren wird. Also was ich glaube, also es wird viele neue Aspekte werden dadurch sichtbar werden, also werden dadurch auch passieren. Man wird viel mehr Projekte umsetzen können. Ich glaube, eine Sache, die dann eben nicht mehr ganz so cool ist, aber das geht halt nicht anders, sind wirklich diese sehr intimen Gespräche mit der Kamera teilweise. Also die Kandidaten, die ja jetzt da waren, die haben Knossi zum Beispiel ja irgendwann herumphilosophiert, ja, und haben ihre Gedanken geäußert. Und ich glaube, das wird man dann in der Intensität nicht mehr so stark haben, weil natürlich die Leute dann immer mit jemandem interagieren können. Das wird auch spannend zu sehen sein, wie dann die Kamera letztlich dann fungiert, weil jetzt ist es ja so gewesen in beiden Staffeln,
immer eine Person spricht mit der Kamera und spricht quasi direkt mit den Zuschauern. In einer Zweierkonstellation passiert das ja eigentlich nicht. Also da würde man ja selten so mit der Kamera sprechen und der hinten, der hackt irgendwie Holz und sagt, was machst du da eigentlich? Lass mich, ich rede hier mit meinen besseren Freunden. Deswegen wird spannend zu sehen sein, vor allem auch videodrehtechnisch gar nicht so simpel, oder macht man dann so gegenseitig so, man filmt den anderen und erzählt und fragt und so. Wird spannend, also wird komplett vom Gefühl her, sage ich jetzt schon, wird es komplett anders als Staffel 1 und 2. Und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam noch mal eine ganz kleine Zeitreise machen in die erste und zweite Staffel in Bezug auf die Isolation und auf die einzelnen Abbrüche der Kandidaten. Der erste Teilnehmer in Staffel 1 damals in Schweden, der ausgeschieden ist, ja, nach nur wenigen Minuten könnte man sagen, war Niklas. Warum? Ihr erinnert euch, er hat am Baum geschüttelt, Verletzung auf dem Kopf, eine große Platzwunde und aufgrund der Position konnte er alleine einfach nicht einschätzen, ob das Ganze genäht werden muss oder nicht. Wäre er zu zweit gewesen, hätte die andere Person das vielleicht begutachten können und Niklas wäre vermutlich nicht ausgeschieden. Das Problem ist, ich kann nicht sehen, wie groß das ist. Die zweite Person, die ausgeschieden ist, ist Dave. Warum war das Ganze? Ich glaube, ein bisschen generelle Überforderung mit der Situation. Er hat auch ein paar grundlegende Fehler gemacht, vielleicht bei der Lagerplatzwahl, beim Thema Essen, Trinken und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch dort in einem Zweierteam der Exit zu diesem Zeitpunkt nicht passiert wäre. Vielleicht ein bisschen später, aber ich würde behaupten, in einem Zweierteam wäre Dave dort auf jeden Fall auch nicht ausgeschieden. Die dritte Person, die raus ist, war Bommel. Warum genau? Irgend Vieh war an seinem Zelt. Er hatte dann, glaube ich, irgendwas mit seinem Brustkorb, Herzschlag, dies, das. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen psychisch bedingt war, eventuell. Ich glaube, also das hatte ich damals auch so im Gefühl, dass Bommel, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt so Küchenpsychologie aus der Ferne, soll man nicht machen. Ich hatte das Gefühl, er hatte so eine leichte Panikattacke und ich kann es absolut nachvollziehen. Also wenn du da alleine im Wald bist und pennst da und hast auf einmal das Gefühl, irgendein, keine Ahnung, Wildschwein schwirrt um dich herum, dann nochmal die Ruhe bewahren, das ist auch gar nicht so leicht. Aber auch hier, er wird es jetzt wahrscheinlich sagen, ist natürlich mit einem Kollegen, mit einem Partner dort die Sache eine ganz andere. Was die Isolation angeht, und auch da glaube ich, wenn man jetzt zu zweit gewesen wäre, das Vieh am Zelt wäre nochmal eine andere Geschichte. Man hätte es direkt erlegt und hätte die ganze Woche was zu essen. Zu zweit, man kann gucken, man hat einfach ja, ein größeres Vertrauen in sich und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auch in dieser Situation, wenn das Ganze ein Zweierteam gewesen wäre, kein Abbruch stattgefunden hätte. Snickers? Snickers? Und die vierte Person, die raus ist, war Fabio. Aufgrund von der war ein bisschen bescheuert, also sorry. Von Unterkühlung. Man muss dazu sagen, er hat sich natürlich eine ganz eigene Challenge gesetzt mit seinen zwei Gegenständen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dort in einem Zweierteam das Ganze eventuell auch nicht so passiert wäre, weil man ja eine Arbeitsteilung gehabt hätte. Das heißt, man hätte doppelt so viel Feuerholz eventuell gehabt. Man hätte sich auch gegenseitig mit der Körperwärme wärmen können. Also das glaube ich, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich habe ja jetzt auch mal ein paar Mal so ein bisschen Bushcraft gemacht mit Kumpels, einen kleinen Unterstand gebaut, paar Nächte mal draußen gepennt und sobald du zu zweit, zu dritt oder so bist, das ist Wahnsinn, was du plötzlich schaffst. Also zwei Menschen schaffen nicht doppelt so viel. Ich behaupte jetzt irgendeine Zahl. Ich würde behaupten, man schafft viermal so viel. Ja, das fängt schon damit an, dass du allein Baumstämme bewegen kannst, die du alleine gar nicht bewegen kannst. Zu zweit kannst du sie aber bewegen. Dann kannst du Abläufe parallelisieren und das ist so krass. Ja, du kommst so viel schneller voran. Also warum Menschen zusammenarbeiten, ist gar nicht mal so doof. Also eventuell hätte Fabio mit den gleichen Gegenständen im Zweierteam das Ganze auch geschafft. Kommen wir zu Staffel 2. Die erste Kandidatin, die ausgeschieden ist, ist Nova. Ganz klar, Isolation alleine kam nicht klar mit der... Wenn ich das wieder sehe, ne? Also dieser Müll auf der Insel, das war echt shocking irgendwie, oder? Also das fand ich so krass. Situation, also auch hier in einem Zweierteam mit einer guten Freundin oder einem guten Kumpel, wäre das vermutlich auch nicht passiert.
Und die zweite Person, die in Staffel 2 ausgestiegen ist, war Sabrina, weil sie irgendwann völlig entkräftet ihren Shelter nicht mehr aufbauen konnte. Das sage ich ja, Kraft. Also zu zweit bewegst du einfach so viel mehr und dann spielt das teilweise keine Rolle mehr. Eventuell wäre auch da eine Situation anders gewesen, wenn sie zu zweit unterwegs gewesen wäre, weil man sich die Arbeit hätte teilen können und weil man sich vielleicht doch noch ein bisschen motiviert. So, worauf will ich überhaupt hinaus bei diesem ganzen Recap? Wahrscheinlich, dass Zweierteams spannend wären. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Exits, die bisher passiert sind, in Staffel 1 und Staffel 2, nicht passiert wären oder deutlich später passiert wären, wenn das Ganze zwei Personen, also eine Teams-Edition gewesen wäre. Ich denke mal gerade drüber nach, aber ja, wahrscheinlich schon. Also Ausstieg wird dadurch natürlich viel unwahrscheinlicher, weil du dir gegenseitig helfen kannst, weil du dir gegenseitig auch Mut machen kannst. Absolut. Also sehe ich genauso. Das würde ja heißen, wenn wir jetzt einfach sagen, ja, diesmal machen wir eine Teams Edition, dann kommen ja alle durch. Ja. Und deswegen dachten wir uns, warte mal, wir haben ja die Anzahl der Teilnehmer verdoppelt. Und ihr ahnt es schon. Lasst uns doch auch gemeinsam einfach die Tage verdoppeln. Okay. Das ist interessant. Mir läuft schon fast die Nase hier. Moment. So. Das ist krass. Das ist eine krasse Änderung. Denn eine der Kritiken, die man immer wieder gehört hat, war, die Teilnehmer bei 7 Tagen alleine, was machst du denn dann? Du machst im Prinzip 7 Tagen Fasten, weil der Aufwand alleine, sich um Nahrung zu bemühen, ist einfach, also der lohnt sich nicht. Du kannst auch einfach ganz ruhig liegen und versuchen, einfach nur Wasser zu trinken und irgendwie klarzukommen. Bei 14 Tagen klappt das natürlich nicht mehr. So, 14 Tage alleine ist aber schon wieder problematisch, weil du hast alleine fast nicht genug Manpower oder Womenpower, dass du irgendwie Nahrung beschaffen kannst oder so. Also das wäre schon sehr krass. Das ist eine krasse Sache. Also du machst eine Teams Edition, 2 Leute, machst aber jetzt automatisch es so lange, dass du Nahrung besorgen musst, dass du irgendwie an Essen kommen musst. Die Chance, dass du es schaffst, ist ja höher, weil du zu zweit bist, aber du musst es auch. Ist eine krasse Änderung, aber finde ich gut. Wir gehen von 7 Tagen auf 14 Tage. Das heißt, 14 Tage lang pure Wildnis, Hunger und eventuell den ein oder anderen Konflikt. Wir haben eine Teams Edition. Wir sind doppelt so lange draußen in der Wildnis. 14 Tage heißt es diesmal zu meistern. Und weil das alles noch nicht reicht und wir natürlich noch mehr neue Dinge sehen wollen, haben wir noch eine andere Entscheidung getroffen. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich habe eben gesagt, ich möchte unbedingt dabei sein. 14 Tage. Nee, ich würde immer noch dabei sein. Also es reizt mich nach wie vor. Was muss ich machen? Komm, Leute, unterstützt mich mal. Ich habe Bock. Ich glaube, mit dieser Entscheidung spalten wir jetzt so ein bisschen die Community. Schreibt es gerne auf jeden Fall in die Kommentare. Wir haben uns dazu entschieden, die kompletten Challenges, die Tageschallenges, abzuschaffen. Okay, das spaltet mich gar nicht. Ich finde das eher gut. Ich weiß, es gibt dann irgendwie keine Punkte so richtig und das war ja so ein bisschen, wer gewinnt. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, also ich habe Seven vs. Wild Staffel 1 und 2 geguckt, mir war es völlig egal, wer vorne hin liegt und wer nicht. Also das war gar nicht so für mich der Anreiz. Ich weiß nicht, wie das für die anderen Zuschauer war. Aber für mich war der Anreiz zu sehen, wie die Leute sich, was sie machen, wie sie klarkommen und so weiter. Die Challenges waren teilweise auch echt zeitraubend und ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, die braucht man auch nicht mehr, wenn man zu zweit ist, weil man, und jetzt das kommt alles irgendwo zusammen, weil man zu zweit einfach mehr machen kann und dann brauchst du auch die Zeit dafür. Das heißt, im Endeffekt gibt es jetzt nur noch eine große Challenge und die heißt Überleben. 14 Tage lang draußen in der Wildnis klarkommen. Warum haben wir uns dafür entschieden? Ihr müsst euch vorstellen, und ihr habt es ja auch schon gesehen,
dass man in so einer Situation immer in einen Nahrungsmangel kommt. Ja. Selbst wenn man dort was findet, was fängt und so weiter, der Körper stellt sich um, der Körper wird schwächer, müder, ja, die Leistungsfähigkeit sinkt. Und die Tageschallenges haben immer extrem viel Zeit, Energie und alles Mögliche gekostet. Es war natürlich auch, teilweise waren coole Sachen dabei, aber ich fand, es waren auch sehr viele unnötige Sachen dabei. Und der Fokus wurde für meinen Geschmack zu sehr auf eine Gamification gerichtet, als auf das eigentliche und wirkliche Leben bzw. Überleben in der Natur. Ob man es nun Survival, Bushcraft oder was auch immer nennen möchte. Aber dadurch, dass wir keine Challenges mehr haben, kann der Fokus jetzt komplett sein auf mal wirklich richtig geilen Shelterbau, weil die Leute sind 14 Tage draußen. Ja? Dann lohnt sich's auch, ne? Also hat er ja schon in der letzten Staffel gesagt, wenn du irgendwie bei 7 Tagen, da ja, baust du irgendwie ein Bett, einen Unterstand, aber bei 14 Tagen, da willst du schon dann das auch ein bisschen verbessern, also da auch ein bisschen Qualität vielleicht reinbringen. Steht und fällt aber alles mit der Nahrung. Also ich bin ein bisschen gespannt, was die von der Location sagen, weil wenn ich mich jetzt an Schweden zurückerinnere, Heidelbeeren und Himbeeren hatten die, glaube ich, nur. Einer hatte noch geschafft, sich, glaube ich, so einen Mini-Fisch zu fangen, aber da musst du schon mehr fangen, sonst kommst du keine 14 Tage damit hin. Auf Nahrungsbeschaffung. Ich glaube, das wird diese Staffel wahrscheinlich sogar der Schlüssel zum Erfolg, ob du es schaffst oder nicht. Wir erinnern uns an die Abholung von Staffel 1 und Staffel 2. Wie waren die Leute drauf? Teilweise 7 bis 10 Kilo abgenommen, komplett ausgemagert, kraftlos, irgendwie gerade so noch bis zum 7. Tag durchgehangelt. Was glaubt ihr, wie viel von diesen Leuten hätten nochmal 7 Tage geschafft? Also mit der Strategie natürlich gar nicht. Also wenn du dann nochmal 7 Tage draufpackst, dann musst du irgendwie auf Essen kommen. Und genau aus diesem Grund soll der Fokus einfach mehr auf den echten Projekten dort draußen liegen. Wenn du dir unbedingt ein Floß bauen willst, weil das sinnvoll ist zum Angeln oder weil du auf eine andere Seite von dem Fluss kommen willst, dann mach das. Ist ja ein geiles Projekt. Aber wir wollen nicht mehr diese gezwungene Gamification, wo quasi Zeit und Energie einfach nur in irgendwelche ja, Sachen investiert wird, wo dann Leute irgendwelche Aufgaben erfüllen für irgendwelche Punkte. Ich meine, wir brauchen uns ja nur an Panama zurückerinnern. Ja? Sabrina hatte irgendwann nicht mal mehr Kraft, ihren Shelter irgendwie aufzubauen. Ja? Knossi hatte irgendwann völlige Halluzinationen. Sascha und Zahnschmerzen. War ständig übel, war auch deutlich schwächer und so weiter. Und ja, die Frage ist, wenn die ganzen Challenges und die Energie dafür wegfällt, was kriegt dann ein Zwei-Mann-Team dort draußen gerissen, was ja, das Überleben verlängert und sichert? Das wird sau spannend. Aber jetzt bin ich auch mal gespannt, wie die Teams dann am Ende aussehen. Also da, weil da entscheidet sich natürlich dann schon krass, wer so Bushcraft und Outdoor-Erfahrung hat. Weil jetzt wirst du definitiv, also natürlich kannst du immer jemanden reinschicken, der vielleicht einfach nur Twitch-Streamer ist oder so und sonst nichts mit Outdoor am Hut hat, aber der wird in seinem Team, wenn da keiner Outdoor-Erfahrung hat, dann wird er definitiv keine 14 Tage auskommen. Also wird noch interessant, wie sie die Teams sich genau ausdenken. Das heißt, es geht nicht mehr darum, irgendeinen Gewinner zu küren und irgendwelche Punkte zu sammeln, sondern alle Teams, die 14 Tage durchkommen, sind quasi Gewinner der dritten Staffel. Finde ich völlig in Ordnung. Jetzt zum Beispiel, ich glaube, Otto hat das letzte Mal gewonnen, aber das spielt gar keine Rolle. Also das fand ich auch nicht wichtig. Und da muss man aber auch nochmal ganz klar dazu sagen, jeder einzelne Teilnehmer, beziehungsweise jedes Team, ja, die sich dieser Herausforderung stellen und dort ihr Bestes geben, sind für mich schon Gewinner. Weil die Erfahrungen, die Leute dort machen, sind einfach prägend. Und ich glaube, ihr könnt auch die alten Teilnehmer fragen auf Instagram in ihren Streams, wie auch immer. Und jeder davon wird es bestätigen, dass es eine ganz spezielle und besondere Erfahrung ist. Das glaube ich absolut. Also ich habe in meiner Vergangenheit auch schon mal, das waren natürlich einfach Urlaube, aber Urlaube ganz alleine verbracht, auch über einen längeren Zeitraum. Und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das sind so Sachen, wenn du einfach mal wirklich viel Zeit mit dir hast. Das waren auch Zeiten, wo es kein Social Media und so gab, wo du einfach ganz viel Zeit mit dir selber hast. Ich meine, im Prinzip
jeder wahrscheinlich den Jakobsweg geht oder der irgendwie so sich selber finden möchte und auch mal wirklich alle Kanäle dicht macht. Ich glaube, der kann das immer ganz gut, wird das bestätigen können. Das ist einfach krass, wenn du dich in so Situationen bringst, wo du sehr wenig Input von anderen Menschen hast, wo du sehr auf dich selbst gestellt bist. Das brennt sich sehr krass ein und deswegen reizt mich sowas auch. Also selbst wenn ich jetzt natürlich jetzt da nicht mitmachen werden darf, in meinem Kopf ist immer irgendwie, ich habe auf jeden Fall noch Lust, irgendwie solche Projekte auch mal selber anzugehen. Also es muss jetzt nicht so Outdoor-Survival sein, aber irgendwas, wo man sich mal ganz krass abkapselt von dem ganzen Lärm, den ganzen Benachrichtigungen überall und wirklich auf so eine gewisse Art und Weise auch gezwungen wird, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ich habe da Bock drauf, man muss immer gucken, wann und wie und zeitlich, wann macht man das alles und macht man Content draus, keine Ahnung, aber ich kann das absolut verstehen, dass das total die krassen Phasen oder Erlebnisse für die Menschen sind. So, nächster wichtiger Punkt auf der Agenda ist natürlich ganz klar die Location. Und wir haben uns ja in Staffel 1 Gedanken gemacht, wir haben uns auch in Staffel 2 schon Gedanken gemacht, wo wir hingehen wollen. Und ein Ziel, eine Region auf dieser Erde ist eigentlich schon von Anfang an irgendwie auf dem Plan. Wir haben auch schon während der zweiten Staffel darüber gesprochen, heimlich im Hintergrund, welches Land wir wählen würden, welche Region, wenn es denn eine dritte Staffel geben würde. Das heißt, für euch jetzt was Neues, für uns steht das Ganze eigentlich schon sehr, sehr lange fest. Es ist Kanada bzw. Alaska. Ja, ich glaube, immer wenn man an Outdoor und Survival denkt, hat man im Kopf auch so eine Landschaft. Also ich habe das dann immer, man denkt irgendwie so an kanadische Wildnis, oder? Ja, diese beiden Länder sind irgendwie für mich der Inbegriff von Wildnis, von Outdoor, von Abenteuer, von Survival. Ich selbst, das ist eigentlich der Gag an der Sache, war noch nie dort, will es aber natürlich auch unbedingt. Ich war 2015 für ein Videoprojekt in Nova Scotia, also im Ostkanada. Hat mir schon mega gut gefallen. Also überall Seen, total schöne Landschaft, die Leute super nett. Also Kanada, okay, die Leute würde man dort natürlich relativ wenig wahrscheinlich von mitbekommen, aber Kanada hat mir sehr gut gefallen. Und was würde da besser passen als eine dritte Staffel? Ja, vom Klima her sind wir wahrscheinlich ähnlich wie in Schweden, ja, von den Temperaturen und vom Wetter her, obwohl man das natürlich auch nie so genau bestimmen kann. Kommt natürlich auch darauf an, ob man weiter nördlich ist oder südlich, denn ja, Alaska und Kanada ist groß. Ihr merkt aber schon, ich spreche die ganze Zeit von zwei Ländern, das passt ja irgendwie nicht, denn Stand jetzt haben wir noch nicht zu 100% eine feste Location. Die gibt es noch nicht. Im Hintergrund laufen schon Recherchen, es wird demnächst Scoutings geben, wo genau man das Ganze macht. Es geht natürlich auch dann um die Infrastruktur mit dem Orga-Team, mit den Rettungsketten. Gibt es dort irgendwie Helikopter vor Ort und so weiter? Ja, oder Boote, was gibt es für Möglichkeiten, Tierwelt? Von daher, wir wissen auf jeden Fall, dass wir das unbedingt dort in diesem Bereich stattfinden lassen wollen. Auch das, ja, ihr schon mal ein Gefühl dafür kriegt, dass auch die Teilnehmer wissen, worauf sie sich einlassen. Aber final, wo, auf welchem Pin genau, steht Stand jetzt noch nicht fest. So, und jetzt fragt sich natürlich jeder, nachdem ich hier schon die ganze Zeit über alle möglichen Themen rede, wer sind die Teilnehmer? Welche Teams wird es geben bei Staffel 3? Wir haben uns im Hintergrund schon ein bisschen Gedanken gemacht und so ein paar Wunschkonstellationen rausgesucht, aber... Ja, uns würde natürlich auch extrem interessieren, wen wollt ihr dort gemeinsam sehen? Was sind so eure Teams, eure Duos, die unbedingt in der dritten Staffel mit dabei sein sollen? Schreibt es auf jeden Fall mal jetzt in die Kommentare und auch ganz wichtig. Schreibt mal bitte alle, wer Bock hat, dass ich da doch irgendwie mal irgendwann mitmache. Geht mal bitte bei Fritz auf den Fritz Live YouTube-Kanal, schreibt einfach mal rein, Sinans Woche für Staffel 3 oder so. Es würde, ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, aber ihr merkt es vielleicht. Ich hätte einfach unglaublich Bock, da mitzumachen. Und da irgendwie muss man ja auf sich aufmerksam machen. Deswegen, falls ihr Lust habt, mich da zu unterstützen, dann macht das gerne. Es kostet euch, glaube ich, 2 Klicks.
Ja, ansonsten, ich gucke mir das Zeug natürlich trotzdem an, auch wenn ich nicht Teil dessen bin. Schreibt gerne mal eure Begründung dazu. Also warum sind diese beiden, die ihr euch da aussucht, die perfekten Kandidaten? Aber die Aussage so ganz verstehe ich nicht, weil er sagte ja vorhin, das sollen Freunde sein. Geht man jetzt davon aus, dass man schon von Leuten, die man kennt, dass man auch dann schon deren Freunde kennt? Also wie gesagt, ich hätte im Kopf diverse Leute, mit denen ich das, die ich mal fragen würde, aber woher sollt ihr wissen, wer das ist? Und wenn ihr irgendwie eine Wunschkonstellation hättet, also nehmen wir mal an, irgendein YouTuber, woher wollt ihr wissen, mit wem der befreundet ist? Oder gibt es so ganz viele YouTuber, wo schon klar ist, dass die mit irgendwem befreundet sind? Versteht ihr meinen Gedankengang? Ansonsten, ja, keine Ahnung. Es wird unrealistischer, aber ich bin selber mal gespannt, wie sie sich das vorstellen, weil jetzt war es ja immer so, außer der Wildcard waren es ja bekannte Personen, also zumindest im YouTube-Twitch-Kosmos bekannte Personen. Und dass man da jetzt zwei nimmt, die auch noch befreundet sind, dann wird die Auswahl ja auch noch echt noch geringer. Das Schöne ist, morgen gibt es direkt ein weiteres Video und zwar zur neuen Gegenstandsregelung. Und ihr könnt euch vorstellen, wer hätte es geahnt, auch hier wird mal wieder alles ganz anders. Das gucken wir uns dann im nächsten Video gemeinsam an. Ich glaube, das Video ist jetzt hier auch schon ist lange genug. Es bleibt nichts weiter zu sagen. Ich freue mich mega auf Staffel 3. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Zini macht Auge.